Charles Devonte, Lionel Spitz, Filippo Mocci, das die Kandidaten für die weiteren Medaillen. Aber wie schnell kann ein Ricky Petrugiani laufen? 46,37 seine Saisonbestleistung, 46,30 seine persönliche Bestleistung. In knapp einer Minute werden wir sehen, wie schnell der Tessiner in den Farben des LC Zürich laufen kann. Explosiver Start von Petrugiani, der die Kurvenvorgabe zu Fluri schon zuläuft. Jetzt an Filippo Mocci heranläuft. Lionel Spitz ist ein Langsamstarter. Petrugiani schon bald bei Spitz. Aber den darf man nie abschreiben. Der kommt jeweils auf der zweiten Streckenhälfte sehr stark auf. Petrugiani führt. Devonte wie gewohnt im Hintertreffen. Auch er ein Mann der zweiten Streckenhälfte. Aber hat er nicht schon zu viel Rückstand, um an Petrugiani heranlaufen zu können? Es schaut so auf. Mocci kämpft um die Medaillen. Auch Nathan Giger auf der Außenbahn. Mocci jetzt auf Platz 2 und Spitz kommt. Lionel Spitz holt sich Silber und Devonte Bronze. Das ist eine Überraschung. 46,38 für Ricky Petrugiani. Somit nur eine Hundertstelsekunde langsamer als seine Saisonbestleistung, die inoffizielle Siegerzeit. Ich bin gespannt, ob das noch korrigiert wird. Ja, es wird korrigiert, aber in die gegengesetzte Richtung. Ich sehe jetzt 46,39, die offizielle Zeit von Ricky Petrugiani. Unglaublich stark Ricky Petrugiani, vor allem in der Konstanz seiner Läufe zurzeit. Die 400 Meter, die läuft er eigentlich immer da im Bereich zwischen 46,3 und 46,78. Und wenn man so konstant auf einer Leistung ist, dann muss es irgendwann mal einen Exploit nach oben geben. Die Silberne für Lionel Spitz mit einem gut eingeteilten Lauf kommt er auf Platz 2 mit 47,34. Charles Devonte sicher nicht so schnell wie erhofft. 47.